Wieder einer mehr, der jetzt Let's Plays macht. Und zwar, ihr kennt schon mein Thema. Ja, so wie fast jeder zweite Minecraft Let's Plays. Keine Let's Shows, Let's Plays. Und ja, dann wollte ich dann loslegen. Ich heiße Minecraft Original TP. Mein YouTube-Username TP heißt Texturepack. Also ich spiele nur mit den Originaltexturen. Die meisten Let's Player benutzen ja dann letztendlich noch ein Texturepack. Aber ich benutze kein Texturepack, kein Mod. Ich greife zum alten Blut. So, zum Start wollte ich euch so mal zeigen, was ich so schon an Welten habe. Und ja, ich spiele mit der 1.8. Ich wollte jetzt nicht mit der 1.9 Pre-Release anfangen. So, Minecraft, hier seht ihr schon mehrere Welten, von denen überfallen werden. Die wir jetzt behandeln, sind die 1.8 und die Minecraft Doppelpunkt D. Und ja, hier sind noch ein paar andere Welten, die sind aber nicht so wichtig. Ich hoffe, dass ich jetzt hier an der. Wir fangen mit der an, das ist im Creative Mode. Und ich hoffe, dass ich an der richtigen Stelle bin, weil das ist meine dritte Aufnahme. Oh nein, bin ich nicht. Naja, doch, so ungefähr. Ja. Ich hab's jetzt endlich auch. Oder was heißt endlich auch? Das NPC-Dorf, was mit der 1.8 eingereicht wurde. Dann hätten wir hier einen kleinen Brunnen. Kleinen, kleinen Brunnen. Ja, einen schönen kleinen Raum. Weiß nicht, hier ist vielleicht eine Trinkerhütte. Zum Trinken, eine Runde Blackjack spielen, was weiß denn ich. Die Kaktusform habe ich aus Langeweile angelegt, scheint aber nicht so zu funktionieren. So wie ich das will. Bleiben Sie mal irgendwas hier stehen. Upsala, hier hat einer angebaut. Und das Schönste an diesem Dorf finde ich immer diese Türme. Vor allem der hier ist ziemlich gut gelungen. Dreietagig. Hier penne ich meistens. Und hier ist halt eine schöne Aussicht. Und ihr seht dort einen McDonald's. Ich werde jetzt nichts zu diesem McDonald's vorstellen. Ganz einfach deshalb, weil ihr das mir dann schreiben könnt. Philipp. Mach mal das McDonald's, stell mal das McDonald's vor. Ja, ihr könnt mich übrigens mit meinem Vornamen anreden, Philipp. Müsst jetzt nicht Minecraft Original TP schreiben. Ja, dann springe ich mal runter oder fange gleich an zu fliegen. Ui. Ja, das ist halt so die Welt mit dem McDonald's. Könnt ihr vielleicht ein bisschen reingucken. Das McDrive hier einmal. Das Schild. Und diese Welt, die ich generell cool finde. Die können wir jetzt noch ein bisschen erkunden. Aber viel gibt es dort auch nicht mehr zu zeigen. Wow. Fast auf dem Kaktus. Okay, in dem Sinne zeige ich euch jetzt mal eine andere. Peter Griffin. Die Sprüche sind einfach genial, die ja immer wieder auftreten. Dann diese Minecraft Doppelpunkt D, die habe ich in der 1.7.3 angefangen. So mein kleines Haus. Ich habe aber ziemlich wenig an dieser Welt gespielt. Ah, hier seht ihr schon, ihr geht schon gleich rein zu meinem Haus. Diesen, was ich finde, epischen Treppenuntergang. In der Nacht sieht es noch viel geiler aus. Okay, ich habe hier wenig dran gespielt, ganz einfach deshalb. Das mit diesen Treppen war so kompliziert und dann kam da so ein scheiß Creeper und, ah, Gott. Dann war es mir zu viel, habe auf Peaceful gespielt und ich war dann komplett abwesend beim Essen oder so. Ich war komplett in meiner eigenen Welt. Also ich habe schon überlegt, wie ich das baue und so. Und man konnte mit mir nicht reden. Ich wurde dann wie so ein belliger Hund. Habe den in den Arm gebissen. Das hier ist übrigens Pig, mein Hausschwein. Das sperre ich ja ein, seit dieser Bau hier begonnen hat. Vorm Bad, hier sollte Pig eigentlich rein. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht schön. Ja, komm, Pig. Möchtest du jetzt für unsere Zuschauer rein? Nein? Gut. Bad, also ich habe ganz wenig ausgebaut, weil ich dann auch generell eine Minecraft-Pause brauchte. Ich war komplett süchtig danach. Hier sieht man noch den Kabel, den ich mal schmelzen müsste.
Das Einzige, was ich gut angefangen habe, ist hier dieser Aufbewahrungsraum mit. Oh, ich habe La Luzi, wa? Was man so findet. Aha. Dann geht es hier runter in einen Zweitraum, falls es wirklich mal kein Platz ist. Oder zu wenig Platz. Und dann geht es hier runter in den Notfallbunker. Mit geplanten, wiederholt geplanten Ausgang. Na, warte mal, ich kann mal hier den Kabel wegschieben. Also ich hier mit einer Foto rumlaufe. Einzigste, was wir jetzt noch hier hätten, was ich wirklich zu Ende gebracht habe, wäre dann hier oben noch meine Kaktusform, meine selbst erntende Kaktusform. Mal gucken, ob wir ein bisschen Ernte einholen können. Und was sage ich? Nichts. Mal sehen, wir können jetzt mal 5 Sekunden drauf schauen, vielleicht passiert was. Ah, da hinten hängt einer fest. Ja, gleich das Prinzip. Kaktus kann ja mit nichts in Berührung kommen. Da zerbröselt das und wenn die Strömung funktionieren würde, würde das dann auch hier alles wunderbar funktionieren. Ich lasse mich jetzt mal kurz rausspielen. Wenn jemand möchte, dass ich nochmal ein Tutorial. Ah, da ist ja was, da ist ja was. Und flipp. Wenn jemand nochmal möchte, dass ich ein Tutorial dazu mache, gerne, kein Problem. Sagt einfach nur Bescheid. Und es wird dunkel. Und ich mache sowas nicht so gerne im Dunkeln. Gehen wir schnell runter. Eine Runde pennen. Mal so nappig. Einfach mal so ein Ründchen schlafen. Nein, 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 nichts für dich. Und ich will in mein Bett und ich schlafe jetzt. So, wir könnten höchstens dann später, wenn sie dann auch wirklich als richtig rausgekommen ist, in der 1.10 spielen. Ah nein, ich wollte ja hier raus. In der 1.10 spielen. Dann können wir das wirklich durchziehen. Ah, ich habe noch ein Peaceful drin. Das ist sehr schön. Ich werde bei unserem Let's Plays natürlich mit Easy spielen oder auf jeden Fall mit Monstern und so. Außer natürlich, ihr möchtet das Spiel in Ruhe erleben. Failsprung. Dann schalte ich das aus. Schreibt in die Kommentare. Dafür ist die eine komische Box. Oh Mensch, heute wäre ohne. So, jetzt. Oh, ich hätte auch hergekommen. Also, ich stelle mich hier in diesen schönen Glaskasten, stelle auf Hort. Und die Monster kommen wie bescheuert angeklatscht, sehen mich. Werden dann komplett blöde. Vergessen, dass sie Frauen und Kinder haben. Brrr, kommen hier angerannt, wollen mich so dringend haben. Und flups, ertrinken sie hier. Ja, ich will raus, ich will raus. Und dazwischen ist noch ein kleiner Schlitz frei. Und dort fließt dann alles gemütlich für mich durch. Nein, 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 nein. Kleine Demonstration. Hier runter ins Lager. Hier kann ich dann halt mal kurz in diese Becken springen. Hier kommen die halt nicht durch, eigentlich. Hier ist dann noch eine Kiste, wo ich manche so reintue. Ah, interessant, was hier alles so drin ist. Und ja, das war dann soweit alles zu dieser Welt. Also auch die Welt, mit der ich Minecraft kennengelernt habe. Ich hasse diese Sachen. Ja, so. Dann möchte ich jetzt gleich. Ich habe jetzt hier keine Uhr und ich werde auch jetzt nicht gucken, wie lange die Folge geht. Aber ansonsten werden wir genauso wie Kronk 15 Minuten machen pro Folge, weil das einfach eine sehr gute Zahl ist und viel zu erledigen. Ich versuche eine Folge am Tag hochzuladen. Aber jetzt wollen wir eine neue Welt gründen. Im Survival-Modus. Eine Welt, die heißt Let's Play.
Und wir werden sie jetzt gleich createn. Wir spielen nicht im Kreativmodus, weil es ist einfach sinnlos. Na los, bilde das Terrain, bilde. Ich finde es doof, weil ich ja dann im Prinzip nur baue. Also, das können wir sogar selbst machen, da braucht ihr keinen Let's Player. Ah, was sehen wir denn hier? Erkunden wir das hier gleich mal. Hier gleich ein Zugang zum Meer. Also dieser neue Level-Generator spuckt hier manchmal Sachen aus. Gronkh sagte dazu, da stehst du mit offenem Mund da. Und, Pumpkin. Pumpkin. Also Gronkh meinte dazu immer, da stehst du mit offenem Mund da und weißt ja auch nicht mehr, was du sagen sollst. Und da fliegen da schon die Fliegen rein. Und dann gucken die aus deinem Mund raus und sagen, Alter, was hast du da für einen Scheiß? Das will ich auch. Ah, gleich hier eine Sandbrücke. Also ich finde die Welt gut, da das schon die dritte Aufnahme ist. Die ersten zwei Welten waren einmal nur krötisch. Krötisch heißt grottig. Was heißt grottig? Keine Welt ist grottig, man muss einfach nur suchen. Aber die war eigentlich, die zwei haben sich so geähnelt, weiß nicht. Da finde ich die jetzt schon ein wenig besser. Und korrekt, Mann, ein schwarzes Schaf. Nein, 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 Schaf, komm her. Na, sag mal. Pff, nicht. Korrekt, Mann, ein braunes Schaf. Ich hasse es, wenn die so viel ausrasten. Man kann ja, glaube ich, auch sprinten oder schneller laufen. Ja, das finde ich etwas komisch. Ah, Küken. Ich erlöse dich nicht. Übrigens zu der Qualität oder falls es hier ruckelt, schuggelt, dann liegt das ganz wahrscheinlich daran, dass irgendwas mit Fraps bei mir nicht stimmte. Ich konnte knapp 5 Minuten aufnehmen, dann wollte der nicht mehr. Dann hat er nicht mehr aufgenommen. Falls ihr Hilfe habt, schreibt es in die Kommentare, weil Fraps ist deutlich besser. Dort hinten ist Bambus immer gut, ist immer ein gutes Zeichen, Bambus. Immer sehr gut. Also, ich finde es eine echt geile Welt bis jetzt. Also, hier kann man so gut wie alles machen. Hier ist eine schöne begraste Wiese. Ich kann ja mal zumindest die Musik und die Soundeffekte anschalten und mal gucken. Was ist denn da hinten? Sag jetzt nicht, wir haben hier ein. Na holla, was wird denn das hier? Ah, ne, hab mich gehört. Hier sah etwas verdammt nach einem NPC, Entschuldigung, Village aus. Nee, doch nicht. Das wäre natürlich Hammer, wenn wir ja Dungeon oder sowas finden. Ich suche hier schon ein bisschen lange rum, aber ich finde es echt eine schöne Welt. Direkter Zugang zum Meer. Machen wir gleich mal einen kleinen Planschtrip. So, jetzt liegt es an euch. Ihr könnt sagen, Jung Philipp, bist du blind oder wie? Nimm die Welt, verdammt. Und jetzt fang an mit den Let's Plays, ruckig. Sonst gibt's was auf die Fresse. Oder so. Oder ihr sagt, Mensch, ich finde das, was du jetzt gesehen hast, leider nicht so toll. Aber erkunde doch mal die Welt. Vielleicht finden wir doch noch interessante Sachen. Oder ihr sagt sogar, dass wir zum Beispiel meine Minecraft-Doppelpunkt-D, Minecraft-Lach-Smiley-Welt weiterspielen. Oder wir spielen an der 1.8 im Kreativmodus weiter, obwohl ich das nicht so gut finde, wie gesagt.
Schließlich ist es ja, oh, unser erster Kohlefund. Kohle, 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 Kohle. Wie gesagt, es ist halt nur dieses Baue. Also, das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie was mache oder so. Wie gesagt, es ist eure Entscheidung, was wir spielen wollen, wann wir spielen wollen, ob wir überhaupt spielen wollen. Und ich würde euch danken, wenn ihr kommentiert, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr was weiß. Ich auf jeden Fall würde ich mich freuen und ich freue mich auch auf Vorschläge, auf Kritiken, auf Daumen und vor allem auf Abos. Freue ich mich am meisten. Freue ich mich am allermeisten, wenn ich ein Abo kriege. Weil das ist schwer hier in der Minecraft-Welt zu überleben. Es gibt Millionen, die hier ihre Let's Plays machen. Und ich hoffe, ich steche ein wenig heraus. Ah, da klimpert schon die Standard-Melody im Hintergrund, die uns jetzt eindeutig sagt, es ist Schluss. Schreibt auch, ob jetzt peaceful oder easy oder hart oder halt den Spielmodus, wie ihr es am besten findet. Wie gesagt, ihr seid es. Ihr könnt es auch nennen Let's Play Minecraft Together, but that had someone people. Das hat schon jemand. Warum habe ich jetzt Englisch gesprochen? Weiß nicht. Ich finde die Welt nicht schlecht. Ich freue mich aber auch, sie weiter zu erkunden mit dem Boot oder so. Schreibt doch, ob wir laufen sollen oder ja, mit dem Boot mal über alle die Welt. Ach du meine Güte, es sah aus wie eine riesige Spinne. Oh, eine kleine Tintenfischfang. Oh, eine kleine? Oh Gott. Okay, dann sage ich Tschüss, bye bye, auf Wiedersehen, Hallelulu, schönes Erntedankfest, gutes, was weiß ich. Und Kartoffel. Und zum Schluss gibt's Kartoffelbrei.